Damit schreiben wir den dritten Travier oder auch den dritten Lolgramot. Ihr wacht am nächsten Tage in euren Betten, der Suite, alle irgendwo beieinander, auch wenn ihr nicht in dem gleichen Raum geschlafen habt, aber die Suite ist eben groß genug. Und so könnt ihr euch dann, nachdem ihr allesamt aus euren kleinen Zimmern herausgetreten seid, in dem großen Wohnbereich sammeln, wo dann auch schon Asavo sitzt und auch die kleine Fee ohne Flügel. Und halten sich wohl gerade ein bisschen zusammen und wenn ihr dann nach und nach eintretet, nicken sie euch beide zu und ihr könnt euch dann dazusetzen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es nun weiter? Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Die Betten waren zumindest ziemlich angenehm. Ich denke, zunächst sollten wir uns bemühen, diesen Pestgestank aus den Haaren zu bekommen. Danach... Was ist unser Plan mit dem Ork? Das Kratzen in der Lunge ist zumindest weg. Auch wenn ich glaube, dass das nicht gesund ist und unsere Lebenserwartung vielleicht in den nächsten paar Jahren etwas leiden wird. Aber wenn wir kämpfen und im Feld sterben, dann wird das so oder so irgendwann der Fall sein. Wer ist Trafim denn hier? Natürlich bin ich hier. Was ist das denn? Ja, wegen... Bist du vollständig bekleidet? Natürlich. Okay, gut, cool. Ich habe hier das Gegenmittel dafür habe ich mitgenommen. Wenn du möchtest, kann ich es dir jetzt verabreichen. Da würde ich gerne kurz intervenieren, denn wir sollten vielleicht die Gelegenheit nutzen, die sich aus dieser unerwarteten Situation bietet. Zumux, ja. Am Ende entscheidet das Rafim. Du kannst ihn natürlich zu etwas raten, aber intervenieren, schwierig. Ja. Rafim entscheidet das. Genau. Deshalb folgende Idee. Wir können das ja nutzen, um zum Beispiel jene Fußnägel oder was auch immer, die da dieser Zauberer gestohlen hatte, an uns zu bringen, sodass wir uns die Unterstützung der Söldner verschaffen könnten. Gegen magische Sicht kann euch sicherlich abgeschirmt werden und ich könnte theoretisch auch um meinem Silenzium dafür sorgen, dass ihr nicht weiter auffallt, Rafim. Können wir machen. Ja, wie lange bleibt er denn unsichtbar? Nicht, dass er auf einmal mitten auf dem Heuchenberg wieder sichtbar wird. Also meine alchemistischen Kenntnisse sind eher theoretisch, weil ich mich selber nicht als kämpfender Mönch in das Labor stelle, aber laut meinen theoretischen Aufzeichnungen sollte die Qualität bestätigt sein, 3 Monate. Das sollte reichen. 3 Monate? Das sollte reichen. Sicher. Also bis zur vollständigen Sichtbarkeitwerdung. Genau. Es ist ein gradueller Prozess. Interessant. Pionin, das ist eine ernste Angelegenheit. Ja, natürlich. Ich also, betrachte es nur aus einer wissenschaftlichen Sichtweise. Also mit dieser Magie, wir suchen uns eine Hütte. Ich gehe da rein, zünd die Scheiße an, ihr stellt euch draußen hin. Ich renne da raus, wir haben alles vernichtet, Ziel erreicht. Ja, nicht gut. Es birgt natürlich eine gewisse Gefahr, aber ihr müsst euch alleine hineinbegeben. Ja. Ich glaube, Rafim ist einer derjenigen, die das nicht zu stören scheint. Aber überlegt auch mal, wenn sie da alle drin sind und ich zünd das Haus an, dann verbrennen sie alle. Das wäre gut. Habe ich auch gerade gedacht, dass das gut ist. Allerdings. Reinigung durch Feuer. Interessante taktische Möglichkeiten. Während ich bin schon etwas länger wach. Ich war schon bereits unten bei jemandem und habe darüber gefragt, wo sich aktuell die Zephorikas aufhalten. Murik, die Zephoriker, ich weiß jetzt, wo sein Haus steht, beziehungsweise sein, ist es kein Burg, aber ein grafenähnliches Schloss, möchte ich meinen. Es befindet sich zum Glück auf dieser Ebene des Tafelberges. Da möchte ich allerdings gleich 2 Sachen zu sagen. Und zwar zum einen, Murak die Zephoriker ist selber nicht anwesend, sondern befindet sich wohl aktuell in Islamsbrück. Dort soll eine weitere Pyramide gebaut werden. Er ist also nicht selbst anwesend. Ist für diesen Kampf also nicht weiter relevant. Er kann aber auch nicht von uns getötet werden. Sehr wohl können sich aber die Fingernägel dann in seinem Palast aufhalten. Wer allerdings ebenso interessant ist, und das ist der 2. Punkt, Saya die Zephoriker, die Baronin von Natangras.
Und dabei schaut das Havo einmal rüber zu Boltax oder Sumox. Ja, das könnte tatsächlich interessant sein. Die Bule von Brabak, beziehungsweise sie hat sogar den Titel Prophetin Borbrats gekauft, hat einen sehr speziellen Fetisch. Aha. Oh, was? Moment. Was? Ihr könntet also alleine zu ihr gehen. Ohne uns. Oh, ich hatte schon Angst, dass mit Untoten und so, naja. meint ihr wirklich? Ja, eben wolltet ihr doch Rafim alleine in das Haus von Murak, die Zephoriker, schicken. Warum schicken wir jetzt euch nicht alleine zu Saya? Ja, das würde ich schon machen, aber meint ihr wirklich, dass es mir gelingt, überzeugend zu spielen, dass ich aus diesem Grund dort bin? Als mächtiger Eisgeode? Ja, Eisgeoden sind jetzt nicht unbedingt für ihre Herzenswärme oder Leidenschaft bekannt. Boltax, ich bin Anfang 30. Ihr seid wie alt? 100? Was? Nein! Wie kommt ihr denn darauf? Mein Alter tut jetzt auch nichts zur Sache. Wollt ihr euch denn nicht alleine zu Saya hineinschleichen? Schleichen? Nun, ihr werdet vorgeladen. Ihr könnt dann sicherlich dort mit ihr machen, was ich, die anderen werden zumindest nicht vorgelassen. Wie bekommen wir denn eine solche Einladung? Oder geht einfach dahin und sagt, hallo, hier bin ich? Na, wenn Sumox davon berichtet, dass er von ihren Eskapaden gehört hat. Das wäre keine schlimmere Verzerrung der Wahrheit, als sie bis jetzt auch betrieben haben. Nun, dann würde ich aber gerne zumindest... Immerhin hast du von ihren Eskapaden gehört. Ja, das ist richtig. Durch euch. Im Vollbesitz meiner Kräfte sein, bevor ich mich dieser Dame stelle. Ich weiß ja nicht, wozu sie imstande ist, diese Bule von Brabak, wie ihr sie nanntet. Sie hat ihre linke Hand an die Dämonologie verloren, ihr Herz an Borbarat und die Jugend an die Feldzüge. Dies sagt zum einen sehr viel und zum anderen erstaunlich wenig. Eine gute Partie. Ja. Das ist sie ähnlich halt wie ihr, Boltax. Zwinkert Savo dir zu. Was? Glaub's ja nicht. Naja. Sie ist ein lohnenswertes Ziel. Das in der Tat. Das müsst ihr euch überlegen, Boltax. Steht sie auf der Liste der machtvollen Nekromanten? Zumindest laut den Gassenkundigen, die ich hier erreicht habe, sollte sie zumindest wichtig sein. Sie teilt zumindest auch den gleichen Nachnamen wie Murak. Denke nicht. Zumindest ist mir ihr Name nicht aufgefallen. Vielleicht wird sie als Anhängsel von Murak, die Zephyriker, selbst gesehen. Ja, wenn ich die Liste mir so ansehe, ist sie sowieso falsch. Diese Liste auch nicht vollständig, genau. Korrekt. Phoboroch ist schon gestorben, wenn ich den Berichten von Iserun glauben kann, ebenso Daimroch. Ich hätte eine Idee. Dazu bräuchte ich allerdings alchemistische Hilfe. Ademir. Was braucht ihr? Kennt ihr ein potentes, tödliches Gift mit, mineralischer Komponente? Natürlich. Sehr gut. Dann fertigt mir etwas davon an, sodass ich es ihr verabreichen kann. Wir benötigen eigentlich dafür die Grundsubstanzen. Wie gut, dass wir wissen, wo hier in der Stadt ein Labor ist. Wollt ihr sie vergiften? Warum muss es dann eine mineralische Komponente haben? Mineralisch bedeutet mit Steinen drin, nicht wahr? Ja, richtig. Naja, ich als Zwerg bin gegenüber dieser Art von Giften besonders gut gefeit. Und wenn wir jetzt Steine in einen Trank reinmischen, dann werdet ihr davon nicht... Das ist doch Unfug. Es ist nur eine Bezeichnung. Mineralisch bedeutet nur Elemente von Steinen. Also ihr meint so wie Erz ein Element ist. Genau, das nur Erz. Spurenelemente, davon rede ich, von geringen Mengen. Aber die Unterscheidung muss jetzt nicht weiter kümmern. Ich bräuchte ein vernünftiges Labor, natürlich, und die entsprechenden Mittel. Giftiger Dreck, Jarlan. Giftiger Dreck. Nun, von beidem werdet ihr in Mangraves Haus sicherlich genug finden. Ich würde wohl bedingen, ein weiteres Mal dorthin zurückzukehren. In der Tat. Ja, das dürfte machbar sein.
Dann verabreiche ich es ihr und mir und ich hoffe dann einfach, dass ich noch stehe und mir selbst dann das Antidot einverleiben kann. Wollte es denn überhaupt nötig sein, wenn mich das Gift trifft? Das wäre Boltax, nicht, dass ich euch da jetzt in Frage stellen möchte, aber ich habe euch bisher nicht so als guten Lügner in Erinnerung. Ja, ich gehe einfach zu ihr hin und sage, ich würde gerne etwas mit ihr trinken. Das möchte ich ja wirklich. Dass das Ganze vergiftet ist. Das und, wenn er, verschweigen. Und wenn er ihr darstellen kann, dass er als Geode ist, wird sie vielleicht seine, sagen wir, mangelnde Überzeugungsgabe verzeihen. Sagt einmal, Hakon, was wissen wir über ihr Spezialgebiet? Das Spezialgebot von wem? Von Saya, die Zephorika? Exakt. Überhaupt zaubern? Ich dachte mir, Herrschaft, Beschwörung. Sie kommt aus Brabak. Sie ist aber auch Borboradianerin. Also, wie ich bereits sagte, sie hat ihr Herz an Borborad verloren und damit meine ich eher das metaphorische Herz. Nun, ich würde gern vermeiden, dass sie gewisse Hellsichtzauber herrscht, um nun ja diese Lüge zu durchschauen. Ich glaube, sie ist eine. Ich glaube, sie ist eher eine Politikerin, eine Intrigantin, als dass sie eine mächtigere Zauberin ist. Man sollte also eher die profane Menschenkenntnis von ihr täuschen. Aber Intriganten sind in der Regel sehr gut in sowas. Genau. Nun, wir haben doch einige Elixiere aus dem im Labor gesehen, dass die guten Eigenschaften verstärken soll. Vielleicht können wir Sumox etwas charismatischer machen. Auf der Liste, die ich hier habe, gibt es ein Elixier beschriftet mit FF, IN oder KL. Von CH lese ich hier zumindest nichts. Vielleicht noch einmal umschauen, vielleicht kann ich ein solches herstellen. Also, in welcher Reihenfolge wollen wir das denn jetzt machen? Ich schleiche mich bei dem Herrn da rein, zünde ihm die Bude an. Und danach will Boltax sich zu der Alten reinschleichen. Also, nicht reinschleichen, aber reingehen und sie vergiften, richtig? Ja. Wir können das auch parallel machen. Das stimmt allerdings. Ich sehe keinen Grund, dies nicht zu tun. Es könnte den einen oder den anderen Teil der Sache schwieriger machen, wenn bereits bekannt ist, dass es einen Einfall gab. Ja, das Problem ist natürlich, Boltax, wenn ihr euch da drin mit dem Lügen erwischt. Doch. Dann mache ich ein Silenzium und werde sie halt auf eine andere Art und Weise töten. Wir können uns ja in der Nähe, vielleicht in der Nähe aufhalten und wenn du ein Signal gibst, dann stimmen wir halt hinein. Ja. Auch oder wäre es halt besser, wenn wir alle jeweils reinstimmen könnten. Also, ja, ich kann ja jemanden von euch als meinen Leibdiener mitnehmen. Ich habe diesen Plan extra Sumox unterbreitet, damit er alleine reingeht. Ich glaube, man kann nicht einfach so in das Hauptquartier eines Nekromanten hereinstürmen. Dafür haben sie sich ja abgesichert. Gut. Also es kann sein, dass man natürlich sich irgendwie durchschlagen kann, wenn da 20, 30 Skelette vorstehen. Die werden wir sicherlich irgendwie besiegt bekommen, gerade mit einem unsichtbaren Raphim. Aber ich glaube, in der Zeit könnte Sumox dann doch relativ schnell, wenn er es selbst nicht schaffen sollte, könnte es schon zu spät sein. Nun, ich dachte eher daran, dass wir sie lange genug aufhalten, dass er seine Flucht antreten kann, wenn er sie denn antreten muss. Damit vernichten wir aber auch unsere Tarnung. Dies ist wahr. Sagt auch nicht, dass dies eine bevorzugte Möglichkeit wäre, nur um diese Art der Absicherung sollten wir treffen, bevor uns der arme Sumox draufgeht, denkt ihr nicht? Ja, das würde ich ungerne tun, wie jetzt schon sterben in meinen jungen Jahren. Also ich glaube, dass wir erst Sumox zu ihr schicken sollten und mit etwas Verspätung dann Raphim das Schloss von dem Murak anzünden lassen sollten, weil ich glaube nicht, dass sie sich Lustspiel hingibt, wenn das Gebäude ihres Verwandten brennt. Vermutlich nicht. Richtig. Hält dein Zauber denn lang genug, Boltax? Der Silenzium? Ich kann dich auch erst danach verzaubern, wenn ich wieder rauskomme. Können wir auch so machen. Aber dann könnten die natürlich alarmiert sein. Och, wie gesagt, ich werde das, wenn Adel mir das Gift herstellen kann, sicherlich recht einfach lösen können. Also klären wir erst einmal die grundsätzlich aller Fragen. Du machst das, Boltax, ja?
Ja, das mache ich. Kein Problem, Sumox ist euer Mann. Hast recht, verzeih. Nun gut, dann werden wir uns um dieses Gift bekümmern müssen. Ich nehme an, die Zutaten werden sich, wenn schon nicht, in Mengwes Labor wohl irgendwo in der Stadt beschaffen lassen. Wahrscheinlich auf dem Markt, wo wir gestern noch eingekauft haben. Richtig. Das sollte vielleicht eure Aufgabe sein. Wir werden uns darum kümmern und dann kehren wir über Nacht in sein Labor zurück und ihr führt den Vorgang durch. Ich weiß nicht, was ihr tun müsst, aber es wird wohl alles dort sein. Ich denke auch. Und dann werden wir am morgigen Tage sowohl die Villa des Murak als auch seiner... Verzeiht, welchen Verwandtschaftsgrad hatten die beiden? Base. Saya ist die Base von ihm. Ich das verstehe, sind beide zwar magisch nicht begabt, aber ein weiteres Rad aus dem Getriebe Wahrungs zu nehmen, kann unsere Sache nicht schaden. Mhm. Außerdem haben wir dann die Möglichkeit, die Söldner für unsere Sache einzuspannen. Laut den Berichten ist Murak wohl kein wirklicher Totenbeschwörer. Das findet er zu profan und langweilig oder fantasielose Leichenschändungen. Er liebt es eher, seine Opfer mit Morkan oder Bragus besser in den Schlaf und Wahnsinn zu verfolgen. Also er hat den Albtraum gewählt. Aber er ist, wie gesagt, auch nicht anwesend, sondern in Heslamsbrück. Umso besser. Sorgen wir dafür, dass auch keiner seiner Untergebenen auf derartige Gedanken kommen kann. Je mehr seiner Aufzeichnungen, Artefakte, Arbeiten wir vernichten, desto besser wird es sein. Gut, damit haben wir einen Plan. Wir werden dann tagsüber einkaufen und Abelmir, ihr sichtet vielleicht einmal, was auch immer ihr dort unten geborgen habt, ob ihr irgendwo Hinweise auf die Rezeptur findet, die euch helfen könnten. Natürlich. Gut, dann beginnen wir mit Yalan, Goldhand, beziehungsweise einfach nur Goldhand. Ja, wir müssen hier eigentlich nicht lange da rumspielen. Ich lasse mir eine Liste geben, ich gehe auf den Markt, ich kaufe die ein, ich zahle leicht überhöhte Preise, nehme ich an. Mhm. So, also Tulmatron willst du kaufen, beziehungsweise die Zutaten dafür? Also alles, was Abel mir hat. Ansonsten kaufe ich halt die Liste, die er geschrieben hat. 3 Tulmarknollen, 1 Schangorin, 1 Flux-Skorpiongift, 5 Flux-Blut einer betrunkenen Koransbestie. Gut, genau das wollte ich wissen. Wirst du sicherlich alles bekommen, auf diesem Markt zumindest schon. Okay, dann bitte einmal aus dem BDA die Beschaffungskosten, Abelmir. Eine Sekunde. Wie ist das mit dem Charisma-Elixier? Wollen wir das auch machen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Haben wir nicht eins oder müsst ihr eins brauchen? Ihr habt ein KL-Elixier. Ihr wisst nicht, was in KL drin ist, aber... und ihr habt ein IN-Elixier. Also den letzten Preis sind 20 Dukaten, Frosty. Was zahle ich? 10%. Okay. Also zusätzlich, also 22 Dukaten. 10% Aufschlag, weil du selbst das Farallet-Bakterium bist. Das sind dann die Freundschaftspreise aus Mendena. Endlich, verständlich. Nur für dich. Rafim! Da ich unsichtbar bin, laufe ich nicht hier draußen rum, sondern hocke eigentlich in der Bude und warte darauf, dass ich endlich eine Villa anzünden kann. Einen Auftrag bekommst. Gut, dann verschieben wir das einfach mal Sinistra. Ja, also das kommt darauf an, ob wir jetzt dieses Charisma-Elixier brauen würden oder nicht. Wenn wir es brauen, dann würde ich mich darum bekümmern und ansonsten kann ich... Boltax bzw. Sumox muss ja den Silenzium auf Rafim legen. Das heißt, das muss auf jeden Fall passieren, bevor er sich auf den Weg zu dieser Zephorika macht. Genau, beziehungsweise irgendjemand sollte das machen, das muss nicht gemacht werden, aber also er ist halt immer noch laut, aber er ist halt trotzdem unsichtbar. Er muss keine Sich-Verstecken-Probe würfeln, aber immer noch eine Schleichenprobe. So, ja, gut. Also das ist halt die Sache. Brauche ich das Elixier oder verpasse ich dem Rafim einfach einen Schleier der Unsicherheit, sag ich schon. Unsichtbarkeit. Wenn da Untote rumlaufen, ist der Schleier, glaube ich, wichtiger. Oder den Wurm. Ja. Also ohne beides werde ich da nicht durchkommen. Ich glaube, der Schleier muss. Ja. Auch den Silenzium werde ich brauchen, weil ich bin nicht allzu leise unterwegs. Aber du hast gute Attribute. Ich würde mich ja anbieten, aber ich bin leider nicht unsichtbar. Ja, Frage an Isaron. Möchtest du das Charisma-Elixier brauen? Ich halte das für sinnvoll. Wie sieht's mit Boltax aus? Ja, ich denke auch, dass es sinnvoll ist. Ich habe Charisma nicht so hoch wie andere Werte, deshalb
Okay, das heißt, es werden auch zusätzlich von Goldhand die Ressourcen für ein Charisma-Elixier gebraucht? Wie lange brauchst du denn für diese Unternehmung? Ich weiß nicht. Alternativ wäre ein Attributo noch machbar. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber den Attributo muss ich eventuell drin machen, um meine Fingerfertigkeit nochmal zu pushen. Achso, und dann beschreibst du sozusagen den Attributo denn von mir? Ja, falls ich die Fingerfertigkeit pushen muss, um das Gift zu verabreichen oder ähnliches. Okay, das heißt, Goldhand besorgt auch noch 2 Skrupel Diamantstaub, 5 Unzen Gratenfelser Schwefelquell, Unzen Süßholz, Schößling Finage, Bären Schönaug und Unzen Baldrian Langenzunge. Ich nehme an, der Schwefel würde ja aus Jolgomok importiert sein. Und vermutlich sogar besser als der Gratenfelser. Ja, sicherlich. Wenn wir mal mit dem W20 auf Nebenerscheinungen oder sowas würfeln, finde ich eine gute Idee. Kein Gratenfels, sondern Jolgomoker Schwefel. Dann hat Sinistra eingekauft und Jarland Goldhand hat eingekauft, dann kann Sinistra eine Alchemieprobe würfeln. Das vor dem Schrägstrich war die Brauprobe, ne? Das andere genau. War die Analyseschwierigkeit. Ich verwechsel das jedes Mal, was welches ist, aber. Mangraves Labor hat keine Qualität, oder? Nur 3. Ist das ein Alchemistenlabor oder Alchemistenlabor? Es ist ein herausragendes Alchemistenlabor, allerdings völlig verschmutzt. Und wenn ihr das sauber machen wollt über mehrere Wochen, dann würde die Qualität steigen. Es geht ja nur um die Laborstufe, deswegen sozusagen. Ja. Also Laborstufe minus 3 halt. Du kriegst keinen Bonus aus der Stufe, dass man immer noch eine Hexenkirche braucht. Ja. So, die Probe an sich ist erstmal eine plus 5. Zutaten hast du alle, sind eben auch in angenehmer Qualität da. Ja. Ausstattung? Irgendwas wollte ich jetzt nachgucken. Achso, was für ein. Der braucht Hexenküche als Laborstufe. Genau, minus 0 dann. Ja, es gibt dir leider keinen Bonus. Okay. Nee, ich wusste halt nicht mehr, was das Charisma-Elixier was hatte. Du kannst ansonsten. Talente zurückhalten und astral aufladen. Ja, ich werde keine Talentpunkte zurückhalten, aber ich werde 8 ASP da reinstecken. Gut. Das sind dann 3 Quali-Punkte, nicht wahr? 4. Und plus 5. Nee, der erste kostet 1, der zweite kostet 2, der dritte kostet 4. Die Probe ist plus 5. Mach zusammen 8. Dann würfel mal in die Box, bitte. Oh, jetzt habe ich schon so gewürfelt, sorry. Ach so, ja, okay. Warum ist die Probe plus 5? Die Probe ist plus 2. Hä? Das sind 3er Erleichterung aus dem Labor. Hä? Ich dachte, das wäre plus minus 0. Nein, plus minus 0 dadurch, dass die Stufe des Labors über der Hexenküche liegt. Sie müsste 2 drüber sein, also über dem Archaischen, damit du da eine Erleichterung bekommst. Dann bekommst du zusätzlich noch 3 Punkte daraus, dass die Qualität der Laborausstattung an sich hochwertig ist. Okay, gut, dann habe ich das mit der Laborausstattung einfach nicht gehört. Kein Problem, du hast 3 Punkte mehr, sind 8. 8 Punkte, dann würfelst du 2W6. Kannst du jetzt auch offen machen, jetzt ist auch egal. Boltax trinkt das ja sowieso. Ja. Oh. Egal, was sie da hinschleppt. Gut, so, dann ist die plus Qualität. CRP plus, das wären dann die 19 und die 4 noch dazu aus den ASP. Ach, D aus, oder? Ja, das ist eine D. 23 D. Wie kommst du auf C? Ja, 19 bis 24 D. Achso, alles klar, nee, vergiss es. Genau, wir sind bei 23, sind 7 Punkte Charisma für 7 Spielrunden, also 35 Minuten. Halbe Stunde. Alles klar. Gut, Sinistra ist fertig. Zoomox. Ja, ich würde mich natürlich jetzt schon ordentlich waschen, meinen Bart kämmen lassen, mich mit einem guten Duftwässerchen einreiben lassen, also mich darauf vorbereiten. Kiaras hätte dir richtig gut helfen können. Er ist allerdings in der Stadt irgendwo unterwegs. Er hatte sich wohl nicht ganz abgemeldet, wo er hin ist, wisst ihr nicht. Vielleicht kauft er wieder irgendwas ein, aber er ist einfach nicht weg. Also er könnte dich richtig gut herausbürsten, aber niemand weiß, wo Kiaras ist. Keine Sorge, ich spring für ihn ein. Dann würfel mal eine Betörung-Probe. Also ich mache nicht viel, aber... Betören. Spezialisierung wäre erlaubt, wenn du einen hast. Sekunde, ich muss in meinen Charakterbogen gucken. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Natürlich nicht. Vielleicht solltet ihr eine kleine Notiz hinschicken. Nicht, dass sie schon beschäftigt ist oder ausgegangen ist. Oh, ich habe Turn auf 3. Ich hab
das gar nicht aktiviert. Toll. Also. Toll, ich bin mir nicht ganz sicher. Sekunde, ich muss nur schnell eintragen. Komm schon, Charisma. Okay. Jetzt bräuchte man Horasia. Schade, dass keiner da ist. Bortax, möchtest du das shippen? Nein. Dann sind deine Talentproben um 3 erschwert. Ja, ist in Ordnung. Merken wir uns mal. Dein Charisma steigt zwar, aber deine Talentprobe ist erschwert. Ja, Jalan, beziehungsweise Goldhand, spuckt dir so ein bisschen in die Haare. Das hat er bei Chiara so gelernt und kämmt dir dann so mit so einem Knochenkamm durch die Haare. Du merkst es nicht, aber Goldhand wohl auch nicht. Ist wohl gerade ein bisschen beschäftigt. Bricht wohl irgendwie so eine Zacke vom Knochenkamm mit deinen Haaren ab. Du bist so ein bisschen beschäftigt. Aber Hauptsache klaut dir Jalan keine Haare. Du bist ja ganz paranoid. Und ja, wird schon seine Richtigkeit haben, dass er dir da reingerotzt hat. Ja. Bitte, ich hole mir von der Fee noch ein bisschen Blütenstaub ab. Hey, die wollte ich sowieso mitnehmen. Gut, ja, alles klar. Gut, Sumox, wie machst du dich weiter fertig? Fee in den Bad? Ja, genau. Und dann bist du wohlriechend? Ansonsten würde ich halt noch darauf achten, dass das Gift, was mir Abel mir dann gibt, in einem also unscheinbar am Körper verbergen, in irgendeiner Tasche oder so. Und dann frage ich erst einmal Abel mir, was möchtest du brauen? Tulmadron. Das ist ein mineralisches Gift, Fragezeichen? Genau. Und Zwerge sind damit ihr immun. Resistent. Die nehmen keinen Schaden. Genau. Sie sind immun, nicht resistent. Sie sind resistent, genau. Die nehmen gar keinen Schaden von Tulmadron. Immun, passt. Also, die Probe, grundsätzlich Probe ist +9, Archars Labor ist erforderlich, heißt wir haben eine -3 oder 2 Laborstufen besser. Die hochwertige Ausstattung gibt mir ebenfalls nochmal -3. Ist nicht hochwertig. Die gute Ausstattung, da haben wir doch gerade noch drüber gesprochen. Ja, sie ist halt komplett verschmutzt. Was bekomme ich für die Laborstattung jetzt? -3 als Erleichterung auf die Probe. Das sagte ich doch gerade, also ja. -6 insgesamt. Jetzt. Ich würde den Trank Astral aufladen mit 8 ASP, gibt mir ebenfalls mal Erleichterung um 4 Punkte. Dann wären wir bei -10, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich würde allerdings 3 Talentpunkte zurückhalten. Heißt, ich wäre 7? Dann bei, bei +7, genau. +2. Weil ich groß ja +9. 10 Erleichterung, wäre -1. Ja, okay. 3 zurückhalten bei +2 Probe. Ja. So, dann würfel ich mal. Im Übrigen, Boltax, denk dran, dass durch das Charisma-Elixier du auch gut aussehen wirst. Ach, ja, wunderbar. Es sei denn, du bist unansehnlich. In diesem Fall wirst du einfach normal aussehend. Nein, bin ich nicht. Das ist gelungen. 6. Genau. 6 Punkte. Ich hole jetzt 2W6. 2W6. Was hat das an ASP reingesprochen? +7 sind 4. Sind 17. Das macht übrigens nicht, das macht bloß bei gibt bloß eine Erleichterung, aber die 2 Punkte, die 3 Punkte zurückhalten, geben mir 6 Qualitätspunkte. Ja, dann sind wir bei 23. Bei 23, genau. Und das ist auch wieder D. Für Tulmadron. Wie gesagt, Seite 53. Alle Eigenschaften -3 und 1W6 -3 SP pro Kampfrunde. Genau. Gar nicht so viel. Naja, 50 Kampfrunden lang mindestens. Genau, und das tut also. Oh, sorry, 3 Spielrunden lang. Wenn sie ihre Widerstandsprobe später 15 nicht schafft. Ah, okay, also ein schwerer Dot. Damage over time. Genau. Du musst ja bloß verhindern, irgendwie ein Antidot zu nehmen oder einen Anti-Gift-Zauber zu wirken. Ja, wollte das mitgeben. Den klaren Purum +15, den sie durchbringt, will ich sehen. Also mit ihren gesenkten Eigenschaften. Sie ist Präbarkerin, ne? Also nur, dass wir uns verstehen. Gut, dann hast du es gebraut und kannst das Sumox dann mitgeben. Genau, ich würde ihm so kleine Fiole mitgeben, unauffällige. Ja. Ja, ich denke, Abel mir wird schon wissen, was er tut und was er mir da gibt. Ich bedanke mich. Ja, würde ihm vielleicht noch ein paar Anweisungen geben, nicht verschütten, nicht zerbrechen, etc. Also, hoffentlich selbstständig klarkommt. Natürlich, ich habe jetzt nicht vor, das Ganze für mich zu konsumieren, nicht wahr?